optimal können auf den Release von unserem zweiten Album vorbereiten, haben wir gedacht, wir müssen unseren musikalischen Horizont vielleicht ein bisschen erweitern. Und wir lernen nur von den Besten, wenn wir etwas erreichen in diesem Business. Darum haben wir gedacht, wir gehen zum Pepe Lienhardt. This is the story of Sputnik and Laika. He says his story, but he won't ever like her. This is the story of Sputnik and Laika. Hey, ja, hi, Pepe. Hallo. Ding ist, wir können uns ja noch nicht wirklich Musiker schimpfen, weil wir sind blutige Anfänger, was zum Beispiel Jazz anbelangt oder klassische Musik. Und wir haben uns wirklich gefragt, könntest du uns echt etwas Neues beibringen? Ja, das kommt uns davon. Also ich nehme mir gerne, ich meine, weißt, ausgelernt haben wir nie. Also, so gesehen sind wir alle immer Anfänger. Also, wenn wir sie 40 Jahre professionell machen, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Also das ist schön an der Musik. Darum bin ich eben immer noch gerne Musiker nach so vielen Jahren. Aber du musst mal schon was machen. Ja. Was ist das? Das muss B mit der B halt anfangen. Ja, kein B. Also wenn du willst, so wie ein Opernsänger singen, dann musst du ein bisschen gerade stehen. Also haltig, richtig, klassisch so. Jetzt okay. Nochmal, hopp. Boom. This is the story of Sputnik and Laika. He said he's sorry, but he won't ever like her. This is the story of Sputnik and Laika. Danke vielmals für die Reaktion. Danke. Bis zum nächsten Mal. Gut. Okay. Alles gut, ich möchte Sputnik und den Laika. This is the story of Sputnik.